Verkauf Abschlusstechniken. Ja, der Abschluss beim Verkauf ist die Königsdisziplin. Wichtig ist, erstmal zu sehen und dann beim Abschluss die Ernte einzuholen. Oder will ich es mal mit dem Fußball vergleichen, ein gutes Passspiel bis zum Tor und dann den Torschuss bzw. den Kopfball ins Netz zu setzen und dadurch den Abschluss zu tätigen. Und so ist es auch mit verschiedenen Abschlusstechniken. Ich muss den Kunde vielleicht mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung in die Zukunft versetzen und dann hat er die Vorteile. Das heißt, von einem Produkt hat er bessere Lösungen, kommt schneller ans Ziel oder durch mein Coaching kann er besser verkaufen, wird besser, stärker, mental stärker und kann dann später beim Kunden seine Produkte an den Mann bringen. Weiterhin ist es wichtig, auch nicht zu komplex zu werden in dem ganzen Prozess, denn zu viel Komplexität verwirrt den Kunden. Man muss also am besten zwei Möglichkeiten haben, wo der Kunde sich eins aussuchen kann und dann wird er auch zum Entschluss kommen und man kann die Abschlusstechnik anwenden. Oder man macht ein Resümee, sagt, die und die Vorteile haben Sie durch dieses Produkt. Wenn Sie das und das in der Zukunft alles bekommen durch dieses Resümee, wird es beim Kunde verstärkt und dann kann er sich für den Abschluss entscheiden. Weiterhin ist es wichtig, auch möglichst eine Nicht-Ja-Nein-Antwort mit der Fragetechnik zu erzwingen, sondern erstmal nochmal eine offene Frage zu stellen. Wenn ich Ihnen das Produkt, kann ich Ihnen das liefern, Dienstag oder Mittwoch? Wann soll ich es Ihnen zusenden? Wie passt es besser? Sollen wir es gleich machen oder soll ich es erst in 14 Tagen schicken oder bei einem Coaching? Wann können wir uns zusammensetzen für den ersten Termin, wo wir zusammen neue Impulse setzen, damit Sie besser werden? Also Verkaufstechniken, Verkaufsabschluss ist eine Gefühlssache. Als guter Verkäufer muss man auch in die Situation reinfühlen. Wann ist es richtig, die wichtigen Fragen bzw. das Endprodukt, den Abschluss zu suchen? Und das ist immer Trainingssache. Und deswegen trainieren die Leute bei mir, trainieren, um dies wie im Fitnessstudio Muskulatur aufzubauen, auch diese Techniken in Fleisch und Blut übergeht und man nicht mehr überlegen muss, sondern die unterbewusst in die Gespräche einfließen lässt. In diesem Sinne wünsche ich euch viele gute Verkäufe und Verkaufsabschlüsse. Euer Siegercoach Sven William. Und Verkaufen ist Höchstleistungssport. Man muss dranbleiben und trainieren. Ciao, wir hören und sehen uns.